weiß, Leute, ihr wollt jetzt schon loslegen. Ich weiß, ihr könnt nicht warten. Bei mir war es ja nicht anders. Ja, bei mir, ich wollte auch immer direkt Dings, ich wollte sofort loslegen. Ich wollte nicht abwarten, bis ich alles zusammen habe. Und darum habe ich heute dieses Video. Also macht euch bereit, der Master Chief ist da. Herzlich willkommen, mein Name ist Marc Geber und heute geht es um wertbeständige Uhren unter 3.900 Euro. Ist das abgefahren? Verdammt nochmal, ist es abgefahren. Ja, ich weiß natürlich, wenn man jung ist, ne, und viele meiner Zuschauer sind etwas jünger und dann möchte man, ja, was soll ich sagen, man möchte nicht warten. Ne? Die meisten fragen immer nach Uhren unter 500 Euro oder sowas, da können wir euch natürlich nicht weiterhelfen, aber ich habe mir meine Gedanken gemacht. Wir haben jetzt einen Special Deal. Was heißt Special Deal? Ich biete euch einfach was an, okay? Ich habe gemerkt, dass bei der Frank Müller das Feedback gigantisch war. Ja? Wir haben das Video hochgeladen und innerhalb von einer halben Stunde waren alle 33 Stück verkauft. Wir hatten noch eine Warteliste. Ich glaube, aktuell sind 15 Leute noch auf der Warteliste, die die Uhr haben möchten. Ja? Und das meiste Feedback, was wir bekommen haben, war zum Thema Rückkaufpreis. Ja? Das heißt, die Leute haben ein bisschen Angst, Geld auszugeben und hinterher vielleicht dann wissen sie nicht mehr, wie viel das wert ist und so weiter. Und darum ist dieses Video. Ja? Die Uhren, die wir jetzt hier haben, kosten alle unter 3.900 Euro. Manche sind natürlich, werden in der Zukunft teurer werden, manche werden auf dem gleichen Level bleiben, aber ich biete euch was an. Ja, es geht jetzt nur um die Uhren und nur um dieses Video, was wir jetzt heute hier drehen. Wenn ihr innerhalb der nächsten 48 Stunden eine von den Uhren hier kaufen solltet, ja, dann könnt ihr mir das immer wieder zurückgeben für den gleichen Preis, wenn ihr eine neue Uhr kauft. Das heißt, ihr seid insoweit sicher. Wenn ihr gerade eure Uhrensammlung startet oder gerade in diese Welt erst eintaucht, dann habt ihr hiermit eine gute Basis. Ihr könnt so eine Submariner, eine Breitling, eine Submariner, sage ich schon, eine Omega Reduce tragen, damit Spaß haben. Und wenn ihr keine Lust mehr darauf habt, dann gebt ihr mir die wieder zurück, sucht euch was anderes aus und zahlt die Differenz drauf. Von daher, da seid ihr auf der safen Seite. Und heute möchte ich einfach mal durchgehen. Wir haben verschiedene Modelle selektiert, die sich dafür halt eignen. Und ich war selber erstaunt. Wir haben eigentlich eine sehr, sehr gute Auswahl. Zum einen möchte ich hiermit beginnen, einer der günstigsten Modelle, und zwar die Omega Speedmaster Automatik. Das ist eine in demselben Format wie die Reduced auch. Und diese hier hat ein weißes Blatt, wir haben auch ein schwarzes Ziffernblatt. Die Uhr hat eine Stahllünette, also die hat nicht dieses Aluminium-Inlay wie bei der Omega Reduced. Ihr habt hier die Funktion des Datums und des Chronographs in einem 39 mm Case. Ist perfekt, ihr könnt auch ein bisschen damit spielen, ihr könnt ein Lederband dran machen, ihr könnt einen NATO-Strap dran machen, ist auf jeden Fall super. Weiß eignet sich eigentlich in der Regel für jemanden, der einen clean Look haben möchte und ja, es passt für mich immer zu allem. Also meine ersten Uhren, die AP15202 in Roségold, hatte ich auch mit einem weißen Ziffernblatt und ja, allgemein ist es nicht so beliebt, aber ihr müsst euch vorstellen, so eine Uhr kostet jetzt, glaube ich, 2600 Euro, irgendwie sowas um den Dreh. Und mit dieser Uhr habt ihr ein sehr solides Timepiece, was euch den Rest des Lebens begleiten wird. Ne? Die haben wir auch nochmal mit einem schwarzen Ziffernblatt, also da könnt ihr selber halt wählen. Und als nächstes Modell, wenn wir jetzt dann weitermachen, kann ich ja ein bisschen zu Tudor switchen. Da gibt es ein paar Modelle, über die wir heute sprechen werden. Die Black Bay ist mit Sicherheit so das Modell, ja, wo die meisten hintendieren werden. Wir haben jetzt hier eine Version, ich glaube, das sind 41 mm. Ich bin mir aber auch nicht sicher. Wir haben ein paar davon. Wir haben hier eine GMT mit dieser Pepsi-Lünette. Wir haben hier vorne noch so eine Pelagos, meine ich, eine sensationelle Uhr, wenn wir die gleich sehen. Wenn ihr die beste Verarbeitung haben wollt, ähnlich wie bei Rolex, dann seid ihr hier genau richtig. Und unglaublich, so eine Uhr kostet, ich glaube, Anfang 3000 Euro. Super Timepiece und ja, das wird immer in der Sammlung irgendwie einen Platz eigentlich haben. Wenn wir jetzt mal von diesen zwei Marken weggehen, sagen wir mal Tudor und Omega, dann gibt es natürlich auch noch andere Uhren. Ja? Wir haben hier eine IWC, das ist die Aquatimer. Die habe ich schon ein bisschen länger und irgendwie die Leute haben, ich weiß nicht, haben irgendwie Angst, die zu kaufen. Wir haben hier die komplette Dokumentation, alles mit dabei und hier ist noch eine andere IWC. Hört euch mal an den Sound. Wirklich High Quality at its finest und tolle Größe. Dieses Modell liegt auch unter 4.000 Euro, 3.900 Euro und ja, wenn man ein sportlicher Typ ist, ich muss sagen, ich habe sie gekauft, weil sie mir halt so gut gefällt. Es ist wirklich eine Diver Watch, man sieht auch hier den Stundenzeiger in einer anderen Leuchtmassenfarbe als die anderen Zeiger. Es ist darauf ausgelegt, dass man sie halt unter Wasser einsetzt. Tolle Verarbeitungsqualität mit Box, Papieren, alles beisammen. Für den Preis, was will man da noch mehr? Wenn man ein großer Typ ist und sagt, ja, 39 mm ist mir vielleicht zu klein. Ideale Uhr. Wenn wir weitermachen, kommen wir jetzt zu einer Uhr zu sprechen auf der Seite. Und zwar das hier ist die Pelagos, eine Left Hand. Das heißt, die Krone ist auf der anderen Seite aus Titan. Die hat auch einen speziellen Mechanismus bei der Schließe. Das heißt, ja, es ist so eine Divers Extension. Ja, ich weiß nicht. Wird wahrscheinlich keiner einsetzen. Das Tolle bei der Uhr ist, ihr bekommt von Haus aus
Noch eine Kautschukbank, das heißt, wenn das euer Vibe ist, dass ihr das halt so ein bisschen tauschen könnt, dann habt ihr hier zwei Uhren in einem, direkt mit einem anderen Armband, sieht die Uhr auch, hat die gleich ein anderes Gesicht. In dem Preissegment darf natürlich eine andere Uhr noch nicht fehlen, dazu musst du den Preis ein bisschen anpassen. Wir haben hier eine Breitling Navi Timer mit goldenen Zeigern und goldenen Appliken an diesem charakteristischen Breitling Band. Und ich muss ehrlich sagen, nach wie vor, klar, es gibt Leute, die mögen Breitling nicht. Wenn ihr aber meine Anfänge verfolgt habt, ihr wisst auch, dass ich einen Navi Timer bei mir in der Sammlung habe. Vintage, aber dennoch ist auch ein Navi Timer. Absolut tolle Uhr. Ich würde sie vielleicht für mich privat mit einem Lederband kaufen, aber heute wollen eigentlich die meisten immer ein Stahlarmband da dran haben. Die Uhr hat einen Chronograph, so ein bisschen Vintage-Look vom Ziffernblatt her und noch das Datum. Ja? Ideale Uhr mit Boxpapieren. Alle Uhren sind eigentlich mit Boxpapieren, außer ein paar Omega-Uhren. Sonst, wenn wir jetzt nochmal im Schnelldurchlauf auf ein paar andere Modelle drauf zu sprechen kommen, die schönste Uhr meiner Meinung nach ist diese Day-Date, heißt die Speedmaster Day-Date. Die hat ein Kalendarium außen, ein Chronograph, eine zweite Zeitzone und den Tag mit ausgeschrieben. Absolut Hammer-Uhr, blaues Ziffernblatt und ich finde es einer der spannendsten Modelle. Sogar besser noch als die Speedmaster Reduced, wobei man muss jetzt auch nicht viel darüber reden. Ihr wisst selber, ich predige es auch immer. Die Speedmaster Reduced hatte dieses Jahr in den letzten 12 Monaten eine Wertentwicklung von plus 600 Euro, 600, 700 Euro. Das ist absolut krank in der Preisklasse. Wir haben versucht, ein bisschen aufzustocken, aber es ist nicht so einfach, immer eine mit Boxpapieren zu finden. Von daher, wenn ihr euch interessiert für eine Omega Speedmaster Reduced, ich habe es schon vorher gesagt, ich werde es jetzt wieder sagen, nächstes Jahr ist die Uhr nicht mehr für Anfang 3000 Euro zu haben. Es ist eine Automatik Speedmaster, die eingestellt ist, in 39 mm, absolut tolle Uhr, war auch das erste Modell, was ich Victoria geschenkt hatte. Darüber hinaus ist es so, dass die Speedmaster Serie oder auch die Reduced noch Ziffernblatt-Varianten anbietet. Wir haben hier zum Beispiel eine Schumacher-Edition mit rotem Ziffernblatt und auch wie bei der Datejust auch, geht auf die Ziffernblätter. Das Besondere ist immer noch mal ja, wertbeständiger. Von daher, die Uhr ist sehr gut. Und dann haben wir hier auch noch mal eine spezielle Racing mit dem Racingblatt hier am Lederband. Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Und sonst haben wir hier noch ein paar Tudor-Modelle. Diese blaue Black Bay ist auch im selben Preissegment. Ist ein bisschen teurer als die schwarze, ist natürlich auch ein bisschen schöner. Oder auf der anderen Seite, das mit beste Modell vielleicht ist hier diese Pepsi Tudor. Hat eine hohe Nachfrage. Der Wertzuwachs. Ich kann jetzt gar nicht sagen, ob der Wertzuwachs so groß war. Ich glaube, die ist vielleicht 100, 200 Euro teurer geworden. Aber ihr seid ja sowieso irgendwie auf der sicheren Seite. Ihr müsst euch da keine Sorgen machen. Und sonst als letzte Uhr haben wir hier noch eine Seamaster. Ist ein bisschen ein größeres Modell, hat einen Chronographen, Datum, geht ein bisschen unter. Ja, ich finde, die Uhr hat eine tolle Patina. Auch wenn man sich die Leuchtmasse ansieht. Also ich finde, ich kann der Uhr einiges abgewinnen. Es ist wirklich ein Traktor. Ja? Die wird man nie wieder kaputt kriegen. Und sorry, aber wenn man mit der Uhr irgendwo reinkommt, ist doch ein super klassisches Timepiece, wo niemand was zu sagen kann. Wir haben hier rote Zeiger und nochmal auf dem inneren Ring auch eine rote, nicht Tachymeter-Skala, sondern einfach eine rote Skala für den Chronograph. Tolles Modell mit Boxpapieren, was will man mehr? Ich glaube, ich habe jetzt nichts vergessen. Von daher schaut gerne bei uns im Shop vorbei, ist alles unten verlinkt. Und wie gesagt, ich wiederhole es nochmal, falls ihr jetzt ins Video guckt und wegen diesem Video diese Uhr kauft, ja, und wir das von dem Datum her sehen können in den nächsten 48 Stunden, dann könnt ihr zu jeder Zeit für den Kaufpreis euch eine neue Uhr aussuchen und wir ziehen euch da nichts ab. Ihr müsst nur die Box und Papiere, so wie wir es euch geliefert haben, natürlich behalten, wenn ihr jetzt irgendwas verliert. Selbstverständlich müssen wir dann Abzüge machen, aber so viel wird das auch schon nicht sein. Auf der anderen Seite würde mich noch eine Sache interessieren. Und zwar, wie findet ihr diesen Helm? Das ist von einem Künstler aus Amerika. Und zwar, sein Name ist, wir verlinken es auch unten, Gabriel Dishaw. Ja, wenn ihr sagt, ich hätte Lust darauf, das auch in Deutschland zu erwerben, weil jetzt aktuell der Import und so weiter, das war schon ein bisschen zeitaufwendig. Lasst mich mal gerne wissen, vielleicht können wir mit dem Künstler zusammenarbeiten. Er hat tolle, tolle Produkte auf der Webseite und macht alles in Handarbeit. Also das sind jetzt drei verschiedene Louis Vuitton Taschen, ausgekattet, auch mit LEDs innen drin. Und ich muss sagen, mir gefällt es sehr. Ja, ist halt eine Art Kunstobjekt, ist auch nicht so ganz günstig. Aber ja, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Wenn euch der Content gefallen hat, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Und dann sage ich bis bald.